Okay, versuchen wir mal den automatischen Spielstand. Ja! Speichern wir gleich hier. Super. Das war ja gleich. Genau. Danach sind wir einfach hier reingegangen, haben uns alles angesehen. So, was wollte ich noch alles? Das hier hatte ich gelesen. Und ich hatte zwei oder drei Bücher genommen. Der Same. Das hier. Und da oben, glaube ich, noch eins. Jetzt sterbe ich. Ich glaube, noch eins. Ah, genau. So, das müsste es gewesen sein. Obst noch? Genau. So, geht das jetzt? Ja, es lag an der Heilung. So, Leute, dann würde ich jetzt sagen, als nächstes sehe ich mal kurz danach, wofür die Asche von Hindaril gebraucht wird. Für welche Quest? So. Ah. Kein Wunder, dass wir die immer noch haben, Leute. Denn so wie es aussieht, ja. Wir haben die Quest tatsächlich, Leute. Und wir haben sie mit Absicht noch nicht gemacht. Die Asche von Hindaril brauchen wir für das Vampir-Heilmittel. Die kriegen wir nicht weg. Okay. Na dann, machen wir weiter mit eine Rattenplage. Machen wir das als nächstes. So, Arvena glaubt jetzt, dass ihr Nachbar Federweber verantwortlich sein könnte. Arvena sah sie abends um das Haus herumschleichen. Ich sollte auf Federweber Acht geben und schauen, was sie treibt. Das war, glaube ich, in Anvil. Also reisen wir da jetzt hin. Fühlt euch nicht gut? Doch. Ist alles. Und wenn wir das nächste Mal in die Kaiserstadt reisen, Leute, reisen wir zur Magiergilde und dann sehen wir mal, ob wir genügend Raune haben. Wir haben ja eine Woche Zeit. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Irgendwie ist es schon blöd, Leute. Wir machen da ein Blutsaugen, rasten dann nur einmal und schon erhöht sich gleich wieder der Vampirismus. Früher war das anders. Früher konnten wir zwei, dreimal rasten, bis sich der Vampirismus erhöht hat. Naja. So, Anvil. Die Quest ist ja leider verbuggt, Leute.
Was ist? Die Rattenplage. Also suche ich immer jetzt danach. So. Mal sehen, ob das vielleicht sogar bei Bugs steht. Okay, also es steht tatsächlich da, es gibt einen Bug mit Federweber. Nämlich wenn die bei Castas Haus ist, zu Besuch, Castas Scribonia, dann bleibt die da drin hängen. Aber sie ist in ihrem Haus, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Sie ist in ihrem Haus und sie kam hier einfach nie hin, Leute. Wenn ich mich nicht irre, müsste sie eigentlich hierher kommen und hier ein Fleisch hinlegen. Und das hat sie einfach nie gemacht. Bis heute nicht. Und wir haben da wirklich mal 24 Stunden, glaube ich, gewartet und sie hat einfach nichts gemacht. Deswegen machen wir das jetzt wieder mit der Konsole. So. Da, das ist der Eintrag 80. Die brauche ich noch. So, Set Stage. FG1001 Rats. 80. Ich sah, wie Federweber von Arvena Telas Haus Fleisch hinlegt. Davor Fleisch hinlegte. Das muss die Berglöwe in die Stadt und in Arvenas Keller gelockt haben. Ich sollte Federweber zur Rede stellen. Das Problem ist, dass wir halt hier, glaube ich, gar nicht rein dürfen. Wie schön, euch wiederzusehen. Weil ich glaube, das Problem dabei war ja, Leute, nicht nur, dass sie dauern... Oder? Ich glaube, wir dürfen auch nie rein, oder? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Das Grafenwaffen. Hier drin konnten wir, glaube ich, speichern. Ein wunderschön. Oder auch nicht. Mist. Mist, der automatische hängt auch. Schade. Dann müssen wir wieder hier anfangen. Okay, gehen wir zum Haus, zu unserem Haus unten im Hafenviertel und dann wird dort gespeichert. Ist alles in Ordnung? Ihr seht etwas. Alles in Ordnung.
Dann reisen wir nach Anvil, gehen dort in unser Haus und speichern dann dort auch nochmal. Und dann schalten wir die Quest weiter und speichern das auch. So, speichern. Das funktioniert. Schnellreise. Die Frage ist ganz auf meiner Seite. Hallo, Haus Benirus. Ewig waren wir nicht mehr hier. Funktioniert auch noch. Gut, dann schalten wir jetzt die Quest weiter. So, Set Stage. So, und das wird jetzt auch nochmal gespeichert. Aber mit einem anderen Bild. Vielleicht hier vom Kamin. Okay, also entweder war es jetzt gerade die Heilung oder es war das Quest-Vorschalten. Wahrscheinlich war es die Heilung. So, was war das jetzt nochmal? 01. Reds. Es war die Heilung. So, 43. Egal, wir gehen jetzt mal hin, Leute. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt mal ihre Wohnung aufmacht und wir rein dürfen. Wir schleichen uns einfach rein, wir reden mit ihr und dann... Naja, sehen wir weiter. Müssen wir wahrscheinlich neu laden. Eigentlich hätten wir ja den Eintrag gerade eben bekommen, in der Nacht, wenn Fedeweber hier ist und das Fleisch hier hinlegt. Und wir hätten dann hier halt gewartet, so ungefähr, hätten das gesehen. Und dann hätten wir gleich hier mit ihr reden können. Aber Fedeweber buggt ja leider. Au. Bäh.
hätte die Strafe bezahlen sollen. Ihr hättet die Strafe bezahlen sollen. Hey! So, wir haben unsere Ruhe. Da ist Fieder Weber. Ja? Was kann ich für euch tun? Ich habe euch bei Havenes Haus gesehen. Wie bitte? Ich bin mir sicher, dass ich keine Ahnung habe, wovon ihr redet. Ich würde mich niemals herumschleichen. Schön. Da bin ich überfragt. Ich dachte, wenn ich etwas verfaultes Fleisch liegen lasse, würden die widerlichen kleinen Biester herauskommen und dann könnten die Wachen sich um sie kümmern. Berglöwen. Berglöwen? In ihrem Keller? Ich wollte nur ihr Ungeziefer nach draußen locken. Ich wollte niemandem schaden außer den Ratten. Bitte sagt es ihr nicht. Und wenn ihr unser kleines Geheimnis für euch behalten könnt, werdet ihr es nicht bereuen. Ich kann euch einiges über Akrobatik beibringen. Überlegt es euch. Quest aktuell sind eine Rattenplage. So, ich habe Fieder Weber konfrontiert und sie hat zugegeben, Avenas Ratten getötet zu haben. Sie versprach aufzuhören und bat mich, Avena nicht von ihren Taten zu erzählen. So, wir laden jetzt nochmal neu, Leute. Und setzen das jetzt auf 90, glaube ich, oder? Dann kriegen wir nämlich denselben Eintrag, nur dass wir nicht einbrechen mussten. Genau. So. Und nachdem sie sowieso rumbackt und wir nicht mit ihr bei ihr lernen können, werden wir der Avena einfach alles erzählen. Von dem her reden wir mit ihr. Außerdem finde ich es nicht gut, solche Aktionen zu machen, also unbedingt. Sie muss dafür gerade stehen, auch wenn sie es nicht wollte. Seid ihr ihr also gefolgt? Sie steckt dahinter, oder? Berichtet mir, was ihr herausgefunden habt. Fieder Weber hat die Fäden gezogen. Ich wusste es. Clever. Ich hole sie. Wartet. Da muss jemand sehr überzeugend gewesen sein, um sie zu einem Geständnis zu bringen. Vielleicht kann ich euch etwas mehr darüber beibringen, wie man mit Leuten redet. Und hier ist natürlich eure Bezahlung für den Auftrag. Hab Dank. Danke. Rattenplage beendet. Wortgewandt wurde verbessert. Sehr schön. 600 Gold hinzugefügt. Gerüchte. Der Ältestenrat wird sicher einen Weg finden, das Kaiserreich zusammenzuhalten. Zumindest ist die Oblivion-Invasion vorüber. Ja. Das ist sie. Lebt wohl. Lebt wohl. So, Wortgewandtheit. Halt. 101. Cool. Das heißt... Moment mal. Echt jetzt? Echt jetzt? Wir haben Wortgewandtheit einfach komplett voll auf 100. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir Wortgewandtheit voll haben. Geil. Gefällt mir. So. Ich habe Avena Telas von Federwebers Umtrieben erzählt. Sie dankte mir für meine Hilfe und entlohnte mich für den Auftrag. Sie brachte mir auch ein bisschen über Wortgewandtheit bei. Speichern wir. So. Sehr gut. Gut, Leute, dann würde ich jetzt für heute aufhören. Wir machen dann beim nächsten Mal mit der Kämpfergilde weiter.
Da kommen wir dann hoffentlich auch wieder ganz normal weiter. Jetzt, dass die verbuggte Quest vorbei ist, ist der Rest hoffentlich nicht verbuggt. Mal sehen. Und dann... Ja, kaiserliche Drachenrüstung könnte bis dahin vielleicht auch fertig sein. Die 2 Wochen. Mehr als eine Woche ist ja schon vorbei. Und dann würden wir die Diebesgilde noch machen. Sehr schön. Na dann, bis morgen, Leute.